Es kann losgehen und wir begrüßen Sie zum heutigen Spiel. Wir, das sind Wolf Fuß und Frank Buschmann. Tag zusammen. Heute sehen wir Borussia Mönchengladbach gegen Hertha BSC. Borussia Mönchengladbach hat einiges vor nach der Auswärtsniederlage, als es gegen den FC Schalke 04 ging. Ja, dieses 0:2, das war schon zumindest ein klein wenig alarmierend, aber ich glaube, sie haben das verarbeitet und heute ist da wieder mehr drin. Sie stehen vor allen Dingen defensiv richtig gut. Wird schwer, sie hier zu Hause in Bedrängnis zu bringen. Und damit haben sie natürlich beste Voraussetzungen für dieses Spiel. Das ist die Startaufstellung der Gladbacher heute. Sie wollen in dieser Partie mit einem klassischen 4-4-2 zum Erfolg kommen. Und so werden es die Herthaner heute angehen. Heute treten sie hier im 4-5-1 an. Buschi, deine Meinung zur Heimmannschaft? Die Meisterschaft ist möglich. Sie müssen in den letzten Spielen noch mal alles raushauen, was sie können. Dann würden sie sich hier unsterblich machen. Heute begrüßen wir mit Borussia Mönchengladbach ein Team, mit dem es seit 2010 nach einigen turbulenten Jahren kontinuierlich aufwärts zu gehen scheint. Ja, mittlerweile gehören sie wieder zu den absoluten Top-Teams der Liga. Als Vater des Erfolgs kann man dann natürlich den Trainer nennen. Lucien Favre seit Februar 2011 bei den Fohlen. Und jetzt geht's los. Der Schiedsrichter pfeift die ersten 45 Minuten an. Stocker. Lustenberger. Pekarik. Klasse Seitenwechsel. Schöne Aktion. André Hahn. Jetzt Raphael. Er lässt sein... Da kommt der Schuss. Klasse aufgepasst vom Torwart. Müsste Ecke geben und die gibt's auch. Ganz knapp. Plattenhardt. Ganz einfach an den Ball gekommen. Wird's jetzt gefährlich. Da verfehlt er das Tor aus der Distanz. Aber warum nicht mal versuchen? Er hat das drauf. Stocker. Und jetzt ein Zweikampf. Und die Ecke ist jetzt sicher eine gute Gelegenheit. Versucht's. Was für eine Chance. Wenn er die Wiederholung sieht, dann wird er sich noch mehr ärgern. Ja, das glaube ich auch. Da kommt der Eckball klasse rein und dann kann man schon erwarten, dass er diese Möglichkeit besser nutzt. Er entscheidet auf Freistoß. Richtig entschieden, es gibt die gelbe Karte. Und jetzt kann er natürlich nicht mehr so in die Zweikämpfe gehen. Er köpft ihn. Latte, aber der Ball ist noch heiß.
Jetzt sind sie am Ball. Jetzt wird es gefährlich. Da fängt er die Flanke ab. Scherbrett. Der Schiedsrichter ist Luft. Es geht ganz normal weiter. Da kommt er für Freistoß und kommt vielleicht sogar noch eine Karte. Das macht er gut, den Ball hält er fest. Super Flanke. Partie ist unterbrochen, es gibt Einwurf. Behrens. Stocker. Schieber. So hält man den Ball in den eigenen Reihen. Fantastisch. Da geht er hin und faustet den Ball weg. Ja, das war abseits. Stocker. Den Ball spielt er nicht gut. Es gibt Einwurf. Oh. Raphael. Jetzt könnte es gefährlich werden. Raphael. Latte, aber die Chance lebt noch. Aus dem Schuss wird nichts. Er geht weit drüber. Plattenhardt. Super Flanke. Da hat er gut verteidigt. Gute Möglichkeit, aber abgepfiffen. Die Fahne ist oben. Pekarik. Dahoud. Und nun ein Schuss. Und das Tor. Sie kommen heute häufig zum Abschluss. Und so kommt dieser Treffer dann auch nicht sonderlich überraschend, Buschi. Nee, es überrascht mich eher, dass die anderen da nicht mehr entgegenzusetzen haben. Hier nochmal der Treffer aus einer anderen Perspektive. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Wendt. Behrens. Stocker. Das war ein Foul, da muss er natürlich Freistoß geben. Vier Minuten sind es jetzt hier noch in der Nachspielzeit. Passiert noch was? Und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite.
Pekarik. Haraguchi. Das könnte eine Gelegenheit werden. Dahoud. Geht er rein? Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Ganz starke Flanke. Erstmal keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Da hat nicht viel gefehlt. Der Ball. Ein Tor haben wir in Halbzeit 1 gesehen. Und damit ist hier noch nichts entschieden. Nicht so überraschend, das Resultat zur Pause. Und es ist ganz entscheidend, dass sie bislang hier ohne Gegentreffer geblieben sind. Eine wirklich gute Leistung. So, das war's für ihn. Der Trainer nimmt ihn aus der Partie und gönnt ihm den Beifall. Und das völlig zu Recht. Er hat heute wirklich eine klasse Leistung gezeigt. Und damit pfeift er die zweiten 45 Minuten an. Stocker. Sie spielen die einfachen Bälle. Holen Sie. Keeper war dran, er faustet den Ball weg. Plattenhardt. Raphael. Oh, der geht. Jetzt schießt er. Das ist der Treffer. Da bauen sie die Führung aus und das ist verdient. Jetzt steht es 2:0, das dürfte ihnen Ruhe geben. Und da wird uns der nächste Gegner, der Hertha, eingeblendet. Es geht gegen Hannover 96 im nächsten Bundesligaspiel. Da ist die Favoritenrolle wohl klar verteilt. Schierbrett. Haraguchi. Da ist der Ball weg. Ibišević. Exzellentes Zweikampfverhalten. Raphael. Da kann er sich den Ball holen. Plattenhardt spielt den Ball direkt zurück. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Kraft. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Aus dieser Distanz abzuziehen, ist vielleicht doch eher zu optimistisch. Ich vermute, dass er sich da ein bisschen überschätzt hat. Stocker. Schierbrett. Super durchgesetzt. Super gelöst. Den Ball hat er. Ich weiß nicht, ob der Schuss von dort die beste Idee war. Also keine Gefahr auf jeden Fall fürs Tor. Darida. Und Hermann. Nordfight. Dahoud. Raphael. Da kommt der Schuss. Und da haben wir es, das Tor. Da zeigt er, was er kann. Nach seiner Einwechslung trifft er hier. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Spätestens jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3:0. Die Gäste werden wechseln.
Darida. Scherbrett. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Er ist frei, da kann was draus werden. Es gibt Abstoß. Jetzt können sie sich für den Angriff wieder sortieren. Wir hören die Fans, wir hören die Gesänge. Die drei Punkte scheinen nur noch Formsache. Und er will es ihnen verdenken bei der Leistung ihrer Mannschaft bisher. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da noch was schief geht. Er schießt. Der Abwehrspieler hat den Ball klasse geblockt. Gleich bringt er die Ecke rein. Gut gemacht. Den Ball hat der Torwart sicher. Jetzt gibt's hier, da kommt der Schuss. Da ist er durch, aber er behält die Nerven nicht. Ein ganz knappes Ding. Ja, bis dahin war es perfekt gespielt und dann fehlt vielleicht am Ende die Konzentration. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Es gibt Einwurf, der Ball ist im Aus. Und jetzt wechseln sie. Jetzt Hermann, Nordfight. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Ibišević. Gute Aktion vom Torhüter. Legt sich den Ball hin. Gleich kommt die Ecke rein. Der Schuss war super, aber die Parade aus Sicht des Schützen leider noch besser. Super Parade. Der Schlussmann war hoch konzentriert und auf dem Posten. Da zieht er ab. Er trifft nicht. Das war eine gute Chance. Es geht weiter mit einem Abstoß. Und jetzt können wir uns diese Szene nochmal anschauen. Wunderbar oben links reingezirkelt. Super gemacht. Und es war nicht einfach. Das war eine große Distanz. Ibišević. Stindl. Wir schauen auf die Uhr. 5 Minuten sind es hier noch. Macht er ihn! Und das Tor! Das ist bezeichnend für dieses Spiel. Sie liegen schon deutlich vorne, aber lassen nicht locker. Na, viel Gegenwehr kommt da jetzt natürlich auch nicht mehr. Und so können sie den Fans noch ein paar Highlights liefern. Sie dominieren die Partie nach Belieben und das drückt sich mittlerweile auch im Spielstand aus. Darida. Alagui. Nun Hermann. Reguläre Spielzeit ist vorbei. 3 Minuten Nachspielzeit. Packt der Unpart. Er versucht's! Da passt der Torhüter auf. Jetzt gibt's Eckstoß. Da kommt der Pfiff, Freistoß. Und kommt vielleicht sogar noch eine Karte. Thank you.
Er stand gut und pfeift Freistoß wegen Handspiel. Giacchi. Ein ganz ungefährdeter Sieg heute. Sie gewinnen mit 4:0. Einseitiges Match, klarer Sieger. Sind wir uns einig? Ja, sehe ich ganz genauso. Sie haben das Spiel eindeutig beherrscht und damit verdient gewonnen. Diesen Sieg haben Sie sich verdient. Ja, und eigentlich kommen Sie ja über die Defensive. Sie stehen richtig gut. Heute waren Sie auch noch eiskalt vor dem gegnerischen Tor. Der Sieg also kein Wunder.